Herzlich willkommen zu diesem Teil der Rundum Rapid Video Podcast Folge. Und hier und heute begrüße ich eine Stimme, die ihr natürlich alle schon kennt, wenn ihr meinen Podcast bislang verfolgt habt. Und ich freue mich sehr, dass ich heute den lieben Christoph Auer hier bei mir als Gast begrüßen darf. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich danke für deine Zeit. Und ja, was haben wir hier heute vor? Also die Thematik dieser Folge haben wir unter den Arbeitstitel gesetzt, Katzer übernehmen Sie. Und der Gedanke dahinter soll eigentlich quasi der sein, dass wir uns gedacht haben, wenn ein neuer Sportdirektor bei unserem Verein jetzt im Winter angefangen hat, welches Bild ergibt sich von diesem Kader, wenn er ihn anschaut? Welche Problemstellen muss man quasi sofort lösen und sofort angehen? Was wird sich im Sommer alles tun, wo man definitiv Entscheidungen, die teils sehr schwierig sind, treffen wird müssen? Und diese Situation wollen wir auch aufzeigen, und im Laufe des Gesprächs wird sich wahrscheinlich dann eben auch herausstellen, dass das alles gar nicht so einfach ist, wie wir alle das sehr gerne untereinander besprechen. Und da möchte ich jetzt eben gleich auf den nächsten sehr, sehr wichtigen Punkt für mich kommen, dass das nicht falsch verstanden wird. Wir wollen natürlich jetzt nicht so tun, als wären wir die Sportdirektoren oder Sportchef Messiasse von überhaupt und wissen alles besser als alle anderen, sondern wir reden hier nach unserer Meinung, wie wir diese Dinge einschätzen, und naturgemäß werden das viele auch anders sehen, viele wahrscheinlich auch ähnlich, aber auch der Sinn soll dahinter sein, dass wir dann nachher, wenn die Folge ausgestrahlt wird, mit euch in den Kommentarfunktionen von den Social Media Plattformen oder eben auch YouTube, dann uns mit euch auch austauschen können und weitergehend über das Ganze sozusagen diskutieren. So, dann würde ich sagen, gehen wir relativ direkt in medias res und schauen uns an, wie ist einmal die akuteste Situation. Das heißt, welche Verträge sind auf jeden Fall so, dass man sagen muss, die laufen jetzt schon aus. Und eine natürlich wichtige Personalie, die ich da jetzt ein bisschen außen vor lassen wollen würde, denn um das in dieser Folge oder in diesem Teil auch nochmal erwähnt zu haben, wir nehmen hier heute am 30.01. auf. Die ganzen Folgen werden dann erst in 3 bis 4 Wochen ausgestrahlt. Das heißt, ich habe mich auch deswegen dafür entschieden, dass wir ein bisschen allgemeinere Themen sozusagen haben, die ein bisschen zeitloser sind. Und deswegen sollte da jetzt noch im Endspurt des Transferfensters was passiert sein oder eben, worauf ich jetzt hinaus wollte, die Querfeldverlängerung vollzogen oder nicht vollzogen werden, dann wussten wir das heute noch nicht. Aber natürlich ist die Personale Querfeld so ein bisschen eine Königsgeschichte, wo man sagen muss, entweder es geht ganz schlecht los oder mit einem schönen Erfolgserlebnis. Ja, es ist leider die ewige Leier bei uns, dass immer wieder Spieler, die sehr, sehr wichtig eigentlich sind für uns, dann uns eigentlich relativ früh verlassen, weil wir es nicht geschafft haben, davor die Verträge rechtzeitig zu verlängern. Jetzt kommt noch dazu, dass Querfeld wahrscheinlich der Senkrechtstarter dieser Hinrunde war und dementsprechend wir uns alle gewünscht hätten, dass das zumindest im Winter gelungen wäre. Ist es leider nicht. Dann gab es auch noch dieses unschöne Interview vom Manager oder vom Vater. Ja, sowohl als auch so ein bisschen dann dort. Ja. Richtig. Von daher, ja, dürfte die Situation nicht ganz so einfach sein. Vor allem, da jetzt, glaube ich, ein deutsches Manager-Team auch noch hat, die natürlich sehr, sehr viel Erfahrung haben und dementsprechend auch ganz genau wissen, welches Netzwerk in vor allem Deutschland zu bedienen ist. Aber wir bleiben optimistisch und hoffen darauf, dass der Mäcki und der Zocki die richtigen Worte finden, weil im Endeffekt bin ich doch immer bei der Meinung, wenn man den Spieler überzeugt, dann hat man schon mal ein starkes Argument und dann kann man sich auch finanziell einigen. Ja, da muss man hoffen, dass der Spieler auch den Berater davon überzeugt, und wir haben ja mittlerweile auch wirklich sehr, sehr, sehr viele Fälle bei Rapid oder auch generell in den letzten Jahren erlebt, wo die Beratung junger Spieler ja äußerst, nennen wir es vorsichtig, mittelmäßig vonstatten ging und der ein oder andere dann nach 2, 3 Jahren tatsächlich nicht im Ansatz diese Entwicklung genommen hat. Und gerade ein Leo Querfeld, der bei uns den ultimativen Rückhalt hat, der alle liebt, also den alle lieben in diesem Sinne, der auch wenn einmal schlechte Partien hintergesetzt werden würde und so weiter. Und man muss halt sagen, deswegen gerade wenn wir über diese Kaderplanung-Thematik reden, das wäre halt ein Spieler, wo man sagen würde, man würde auf jeden Fall noch 1,5 Jahre 100% auf ihn als Stamminnenverteidiger setzen. Und für einen 18-, 19-jährigen Burm gibt es dann in dem Sinn eigentlich nichts Besseres.
So, und dann kommen wir zum nächsten Namen auf der 2023 auslaufenden Liste. Und das ist jetzt wieder ein bisschen eine spannendere Personalie von dem, was man das so und so sehen kann. Und zwar geht es um einen unserer Kapitäne, Christopher Thibon. Und da ist es jetzt natürlich wiederum so, dass man sagen muss, ja, er hat jetzt eigentlich, muss man sagen, in der Hinrunde doch da und dort gespielt, hat eigentlich auch relativ gute Leistungen gebracht. Dass er in der Kabine wichtig ist, wissen wir sowieso. Wie würdest du oder welchen Ansatz würdest du wählen, ob man sagt, man nimmt ihn mit einem weiteren Jahresvertrag weiter mit oder sagt man, es reicht eigentlich nicht mehr und er soll sich lieber ins Trainerteam, ins Management und so weiter wirklich hin orientieren. Was würdest du da für einen Ansatz wählen oder würdest du das früher abwarten, was beim einen oder anderen jetzt wahrscheinlich generell so ein bisschen das Thema sein wird? Du hast es schon gut angesprochen. Abwarten ist, glaube ich, definitiv kein falscher Ansatz. Der Christopher Thibon ist ein blitzgescheiter Bub, dementsprechend auch sehr eng dem Verein natürlich verbunden, der auch schon wahrscheinlich seine Managementkarriere danach anstrebt. Zumindest hätte ich das so aus den Interviews vernommen. Er hat aber auch vor allem am Ende der Hinrunde bewiesen, dass er absolut ein wichtiger Spieler für uns sein kann. Ja, und natürlich ist er nicht mehr der Schnellste, nicht mehr der Jüngste, immer noch verletzungsanfällig, aber wir wissen einfach, was wir an ihm haben. Mit seiner Erfahrung, mit seiner Routine kann er uns jederzeit helfen. Und ich glaube, wenn wir ihm da Jahr für Jahr einen Einjahresvertrag vorlegen, der wahrscheinlich zu reduzierten Bezügen ist, dann ist das definitiv etwas, wo sich beide Seiten einigen können. Und wenn er dann nur in der zweiten Mannschaft unter Anführungszeichen spielt und dort die jungen, aufstrebenden Spielern zum Aufstieg in die erste Mannschaft verhilft, dann ist es auch etwas, womit er sich wahrscheinlich toll identifizieren kann. Ja, ist definitiv eine Variante, die, glaube ich, sehr vernünftig wäre. Und man muss einfach auch dazu sagen, ich glaube, so lange durchgehend fit, wie es jetzt gewesen ist, ich habe das auch so um das Trainingslager mitbekommen, dass es eines der ersten war, dass er seit längerem wirklich voll durchziehen hat können. Und man muss halt auch sagen, der Christopher Thibon ist jetzt 32 Jahre alt. Ohne dass wir uns da jetzt mit einbeziehen oder so, ist ein wunderbares Alter, wie wir natürlich sagen können, wir zwei. Und da ist man auf jeden Fall jetzt noch nicht so drüber, dass man da gar keine Chance hat. Und wenn er jetzt quasi in einem seiner besten Fitnesszustände ist, absolut legitim. Und ich finde da halt einfach auch, schauen wir uns jetzt vielleicht noch an, wie sich das früher entwickelt. Aber wenn da die Zeichen positiv stehen, ist das sicherlich keine Gefahr, ihn im Kader weiter zu behalten, weil er halt doch viele Punkte als Mehrwert mit hineinbringt. Ne? Und das Schöne für einen Zocki ist einfach, dass er diese Gewissheit hat, hey, wenn es jetzt mit dem Querfeld, sagen wir jetzt einmal, vertraglich überhaupt nicht funktioniert und wir uns eigentlich nicht mehr so sicher fühlen, dass wir auf ihn setzen sollten, spielerisch, wovon wir hoffentlich alle nicht ausgehen, aber stimmt, ja. Hat er zumindest das Argument in der Hinterhand, hey, der Christopher Thibon kann jederzeit spielen, der das wahrscheinlich um nicht viel schlechter macht als der Leopold Querfeld. Ja. Und das ist einfach eine schöne Situation, wo wir uns eigentlich getrost zurücklehnen können und schauen können, wie sich die Situation entwickelt. Und eins muss man schon sagen, so ehrgeizig wie der Thibon ist, der gibt sich nur ungern mit der zweiten Reihe zufrieden. Ja, er ist jetzt keiner, der Stunk machen würde innerhalb der Mannschaft, aber er würde trotzdem jedes Mal alles im Training reinhauen, um da beweisen zu können, dass er der Mannschaft auch in den ersten Elf helfen kann. Ja, das schätzen wir dann beide eh sehr ähnlich ein. Und jetzt haben wir eine weitere spannende und, wie ich finde, sehr polarisierende fast schon Personalie, wo immer sehr viele Diskussionen in die verschiedensten Richtungen sind. Und zwar geht es um Christoph Gnasmüllner, 30 Jahre. Man muss sagen, die Zeit unter Ferdinand Feldhofer war so, dass man jetzt eigentlich, also wenn Ferdinand Feldhofer geblieben wäre oder das so weitergegangen wäre, dann hätte man jetzt wahrscheinlich gesagt, okay, mit den Einsatzzeiten hat das definitiv gar keinen Sinn. Aber wir haben ja erlebt, dass unter Zoran Barisic die Rolle sich dann auch verändert hat und natürlich der Gnasi so ein Spieler ist, wie ihn der Socki liebt. Ich weiß, du hast auch eine gewisse Vorliebe, also sag mir mal, wie du diese Personalie handhaben würdest. Ganz kurz, ich glaube, dass die Jahre, Monate davor braucht man den Gnasi nicht bewerten. Ja, das ist sinnlos. Da waren Trainer am Werk, die den Spielertyp Gnasmüllner einfach nicht verstehen. Und mit dem Zocke ist jetzt endlich einer an der Reihe, der ganz genau weiß und zu schätzen weiß, was man an einem Gnasi hat. Ja, und ob der jetzt dann als Sechser, wie in der Hinrunde, am Ende der Hinrunde gespielt hat, wieder spielt oder als Zehner, was ja eigentlich seine Paradeposition ist. Ich glaube, da kann er uns wirklich nur sehr, sehr gut tun und vor allem wird man wahrscheinlich sehen, dass er immer mehr aufblüht und wir wissen alle, mit Selbstvertrauen
macht man einfach alles, was man im Leben machen möchte, wesentlich erfolgreicher. Und dementsprechend. Vor allem die Kombination aus Selbstvertrauen und Vertrauen vom Trainer kann dann da halt wahrscheinlich wirklich Unterschiede machen. Absolut. Wir wissen halt alle, die Konstanz vom Herrn Gnasmüller ist halt manchmal schon sehr von hoher Fluktuation geprägt, aber die Ausreißer nach oben sind halt, wenn sie passiert sind, schon sehr, sehr genial gewesen, wie wir an einigen Toren immer wieder gesehen haben und an vielen tollen Pässen, wo man sich dann oft einfach denkt, so mutmaßlich gehört er zu den besten Kickern in unserem Kader. Und deswegen ist es halt schade, dass jetzt so lange nicht gelungen ist, dieses Leistungsmaximum von ihm herauszukitzeln. Ich würde da auch noch mit erwähnen, also auch jeder, der ihn über Instagram oder Social Media verfolgt, der weiß, da ist offenbar gerade ein frisches Haus für die Familie und so weiter entstanden. Das heißt, der hat eine gewisse lokale Nähe und würde sicherlich auch jetzt bei den Gehaltsgesprächen keine utopischen Forderungen haben und dementsprechend auch da, wenn er im Frühjahr an das anschließt, was man gesehen hat und der Socke weiter auf ihn setzt, ist das durchaus eine Personalie, wo man sagen kann, für nicht in der Gehaltspyramide in den ersten zwei Stufen drinnen, könnte das schon ein wertvoller Kaderspieler sein. Definitiv. 2 Jahre verlängern und das wird schon durchgehen. Na, das ist mal eine Ansage. So, und jetzt kommen wir zu einer Position, wo es sehr, sehr viel schwieriger ist, finde ich, das einzuschätzen. Und zwar geht es um den Herrn Gartler. Da muss man sagen, wenn er gespielt hat, war er immer mehr als solide bis gut, würde ich sagen. Er ist halt der Spielschwächere von unseren Torhütern, warum sich wahrscheinlich auch der Hedl dann auf Sicht jetzt durchgesetzt hat. Natürlich ist er auch ein bisschen älter, aber mit 25 Jahren an und für sich für einen Tormann sogar noch sehr jung, würde ich sagen. Und Torhüter-Situation muss ich sagen, da ist es wirklich sehr, sehr schwierig zu bewerten, ob man ihn verlängern soll oder nicht. Ich würde es vielleicht auch da schon so leichter Vorgriff ein bisschen davon abhängen machen, ob beim Hedl Zeichen eher in Richtung Verlängerung gehen, dass man dann quasi nicht im Zweifel 2 Torhüter verliert, wenn man sich dazu entscheidet, Hedl eher zu verkaufen im letzten Vertragsjahr, wo wir dann später zu der Personalie kommen, oder andersrum. Aber Gartler ihn im Kader zu haben, ist auf jeden Fall wahrscheinlich eher besser, als ihn nicht im Kader zu haben, wenn man das so sagen kann, oder? Wann immer er eingesetzt wurde, hat er seine Leistung gebracht. Das ist etwas Schönes, glaube ich, wo man, sage ich jetzt einmal, als Zweier-Goalie, worauf man einfach hofft, ja, bei einem Zweier-Goalie. Und dementsprechend, ich muss sagen, ich kenne die jungen Torhüter, die dahinter sind, jetzt auch nicht allzu gut, um jetzt einschätzen zu können, ja, aber es wäre schade, weil der Ungar ist ein super Tormann oder wie auch immer die alle dahinter heißen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir mit einem weiteren Einjahresvertrag nichts falsch machen können. Ich glaube, der Paul Gartler würde das auch mit Handkuss nehmen. Und dementsprechend, glaube ich, gibt es da mehr dazu nicht zu sagen. Ja. Wir hoffen alle, dass der Hedl verlängert. Wenn nicht, bleibt er mal sowieso noch bei uns, weil der Vertrag besteht bis 2024 und alles, was darüber hinausläuft. Ja, oder wir verkaufen ihn, aber zu diesen schwierigen Entscheidungen im Sommer kommen wir, nachdem wir 2023 abgeschlossen haben. Und jetzt, muss man sagen, haben wir eine wirklich riesige Unbekannte, würde ich fast sagen. Unbekannt in dem Sinn, der Dejan Petrovic kommt von einer schweren Verletzung nach langer, langer Ausfallzeit zurück und fällt jetzt quasi in den Schoß seines Förderers, kann man fast so ein bisschen sagen. Und bei den Testspielen hat er auch schon relativ gute bis gute Figuren abgegeben. Jetzt finde ich natürlich per se, dass unser zentrales Mittelfeld, was wir nachher auch noch haben werden, deswegen das heben wir uns ein bisschen noch auf, schon sehr überladen ist. Jetzt wird es aber spannend zu sehen, wenn er sich im Frühjahr, was man fast so ein bisschen erwarten darf unter Soran Barisic, in die Mannschaft wieder hineinspielt, dort gute Spiele nimmt, muss man sagen, so, puh, was machen wir mit Herrn Petrovic? Konkurrenzkampf ist immer was Schönes und wir wussten alle, dass Petrovic das Potenzial hat, ein richtig geiler Rapid-Sechser zu werden. Wirklich so, ich erinnere mich an die ersten Spiele von Mocenic, wo ich mir auch gedacht habe, boah, geiler Kicker, ja. Wissen wir dann, wie das ausgegangen ist. Aber nichtsdestotrotz sehe ich genau die gleichen Anlagen beim Dejan Petrovic. Und wenn der, Gott sei Dank, jetzt wieder zu dieser Altform zurückfindet, dann glaube ich, werden wir sehr viel Freude an ihm haben. Und dann gibt es meiner Meinung nach keine 2 Meinungen, ob wir diesen Vertrag verlängern sollten oder nicht. Ja. Abzuwarten bleibt natürlich, wie stabil ist sein Körper jetzt, wie hat er die Verletzung verkraftet. Und ja, ansonsten würde ich ihn eigentlich schon sehr, sehr gerne verlängern, weil ich halt ein absoluter Fan von spielerischen Sechsern bin. Und
man hat ja gesehen am Ende der Hinrunde, dass wir da mit Gnasi eigentlich ziemlich stark improvisieren mussten, um da auf der Position halbwegs, sag ich jetzt einmal, einen passenden Spielertypen zu haben. Ja, das stimmt. Das macht halt alles Weitere, was jetzt dann noch kommen wird, werden wir dann sehen, nicht undiffiziler, wenn man da jetzt sagt, wenn die Frühjahrsform und Saison passt, dass man eigentlich den Spieler nicht mehr oder weniger jetzt nach so langer Ausfallszeit einfach gehen lassen sollte. Also auch da muss man wieder sagen, eine ganz, ganz schwierige Entscheidung für einen sportlich Verantwortlichen. Und ja, da wird auch ein gewisses Gefühl dann nötig sein, auch im Zusammenspiel mit Sören Barisic, wie sehr er auf ihn bauen will und wie gut er die Qualitäten meint, bei uns dann einbringen zu können. Also ich bin sehr, sehr gespannt und freue mich einfach, dass wir ihn im Frühjahr jetzt wieder sehen werden. Und das sind so die Entscheidungen, wo ich mir denke, ja, das kann man sich dann wirklich, nachdem das Frühjahr mal eine Zeit lang gelaufen ist, wahrscheinlich noch einmal anschauen und neu bewerten. So, und jetzt kommen wir zu einem weiteren Spieler im zentralen Mittelfeld, eher den defensiven Part. 22 Jahre alt, der Herr Schuster. Und da ist es jetzt, finde ich, dann so, auch jetzt länger ausgefallen gewesen, kommt jetzt wieder zurück in den Kader. An sich ein von uns ausgebildeter, wirklich guter Kicker, der auch schon die ein oder andere Talentprobe hatte, auch wenn er sich nicht etablieren konnte. Aber, und ich möchte jetzt nicht zu dem Miesepeter, aber wir werden es dann am hinten raus sehen, jetzt noch einen weiteren jungen zentralen Mittelfeldspieler da reinzunehmen in unseren Kader und ihn zu verlängern. Irgendwann wird halt die Frage sein, Konkurrenzkampf, ja, ist schön und gut, wissen wir alle, aber es gibt halt auch die Kategorie dann, wo es zu viel ist, was du auf dieser Position hast, weil die Unzufriedenheit dann von vielen sehr, sehr schwierig ist. Und bei ihm finde ich halt, mit 22 Jahren ist es halt schon ein bisschen schwierig zu sagen, ob man ihm noch eine weitere Entwicklungszeit in der zweiten Mannschaft geben sollte, wenn er oben keinen Platz findet. Und so, dass man sagt, er wird mehrere Spiele von Anfang an machen, ist es wahrscheinlich eher nicht im Frühjahr, weil man auch da mit Page einen ähnlichen Typen hat, was zumindest den Körper in dem Sinn angeht. Also ist das eine von den Entscheidungen, wo man vielleicht jetzt auch den Querverweis machen könnte, der gut passt? Nicolas Binder hat uns verlassen und ich finde, da sind die Vorzeichen auch so ein bisschen ähnlich. Der ist zwar ein talentierter junger Stürmer, der sicherlich auch seine Berechtigung gehabt hätte, dass man es versucht, aber wenn man einfach die Zeit oder nicht diese Minuten hat, die man ihn anbieten wird können, dann ist das natürlich auch für den jungen Spieler nicht optimal, auf unserem Level den nächsten Schritt machen zu wollen. Und deswegen würdest du mir recht geben, dass du Binder und Schuster da vielleicht so ein bisschen ähnlich siehst? Also ich fasse mich kurz. Ein Schuster ist ein toller Spieler, super Charakter, super Einstellung, aber er ist halt einfach nicht auf dem Niveau, den es für eine Rapid-Kampfmannschaft benötigt. Und dementsprechend, so leid es mir um den Jungen tut, ist es leider nicht genug, um einfach einen weiteren Vertrag bei Rapid zu bekommen. Nicht einmal für die zweite Mannschaft, weil es schade wäre, da 17-, 18-, 19-Jährigen die Chance und die Plattform für die zweite Liga zu geben. Ja, und jetzt fällt mir auf, einen habe ich vergessen bei den 2023ern, und zwar Kevin Wimmer. Finde ich auch eine durchaus schwierige Geschichte. Gib mir mal deinen Ansatz, wie du das angehen würdest. Puh, wirklich schwierig. Mittlerweile 30 Jahre alt, aber noch einmal, ich will das Alter überhaupt nicht anführen, weil für mich ist 30 Jahre eigentlich genau, wie du vorher auch gesagt hast, der absolute Höhepunkt der Leistungsfähigkeit eines Mannes. Von daher ist das überhaupt kein Argument. Andererseits hat er sich halt auch nicht wirklich mit Ruhm bekleckert. Ja, wir brauchen jetzt nicht darüber reden, ob jetzt die Phase unter Feldhofer so wirklich einzuordnen sein sollte. Aber ja, jetzt wissen wir, mit Moormann kommt ein guter Spieler nach. Wir haben mit Querfeld, Dieber und Hoffmann eigentlich auch dahinter gute Innenverteidiger. Wir wissen wahrscheinlich oder wir nehmen an, dass ein Wimmer wahrscheinlich eher zu den besser verdienendsten Spielern gehören wird, würde ich zumindest annehmen. Von daher kommt es ganz darauf an, wie der Spieler eingestellt wäre. Ich würde ihm vielleicht einen Vertrag zu definitiv reduzierten Bezügen anbieten und schauen, ob er denn für 2 Jahre unterschreiben würde. Ja, ich würde bei ihm auch sagen, je nachdem, wie er sich unter Sören Barisic jetzt wirklich im Frühjahr auch mit einbringen kann, kann man darüber nachdenken. In Summe, denke ich, haben wir alle ein bisschen mehr erwartet. Also er hatte schon, finde ich, auch die eine oder andere gute Phase, dann aber auch die eine oder andere, die wiederum nicht so gut war. Und für jemanden mit seiner Erfahrung, mit seinem Alter, mit seiner Vita, hätte man da wahrscheinlich schon ein bisschen mehr erwarten dürfen. So, und damit haben wir jetzt mal die
wirklich akuten Dinge, die gelöst werden müssen und wo man sehr schnell Hand anlegen muss, dass man da weiterkommt und Entscheidungen trifft, die, wie man eben sieht, gerade in diesen jungen Fällen halt auch manchmal sehr schwierig sein können. Und weil wir das mit dem Alter schon so ein bisschen hatten, kommen wir jetzt zu den 2024er Verträgen, wo man bei manchen halt sagen muss, entweder ihr verlängert oder wir dürfen uns nicht darauf einlassen, dass eben passiert, dass ihr geht, wo dieser Fall nicht dabei ist, wo man nicht unbedingt sofort verlängern muss. Aber ich denke, jeder von unserer Bitfans da draußen ist sehr, sehr begeistert, wie der Guido Burgstaller bei uns, man kann schon fast sagen, eingeschlagen ist, weil im Endeffekt spielt er jetzt mit 33 Jahren besser, als das damals der Fall war, bevor er von uns ins Ausland gegangen ist. Und da sieht man, finde ich, ein gutes Beispiel, dass der mit 33 Jahren, wie viele Spiele er gemacht hat, wie er immer noch in den letzten 10, 15 Minuten mit mindestens derselben Imbrunst, wenn nicht mehr, wenn man hinten war, noch mehr drauf geht. Und da finde ich einfach, sollte das ansatzweise so weitergehen, kann man den auch gleich im Sommer verlängern und ansonsten sich das anschauen. Aber ich denke, dass da Guido Burgstaller, da wird fast jeder einschlagen, oder? Da wird es die wenigste Diskussion, glaube ich, geben auf Social Media. Ich glaube, wir haben schon genug Lobeshymnen über den Guido Burgstaller verrichtet. Von daher, ja, kann ich nur voll zustimmen. So, und dann ein weiterer Mann mit 32 Jahren ist der Thorsten Schick, wo ich sagen muss, der hat mich sehr positiv überrascht in dieser Hinrunde, ist jetzt länger verletzt, hat dann noch ein Vertragsjahr. Das ist so, wo ich sagen würde, da halten wir erstmal die Füße still, schauen, wie er sich weiter tut, und da kann man im Winter dann immer noch Entscheidungen treffen, je nachdem, weil, wenn wir nachher auch nochmal kurz ansprechen, auf der Rechtsverteidigerposition, ja, wird es halt spannend, ob er weiter im Mittelfeld zum Zug kommt, wird auch spannend, aber ihn im Kader zu haben, ist auf jeden Fall eine wertvolle Ergänzung, oder? Extrem mannschaftsdienlicher Spieler, super Typ, der einfach jeder Mannschaft gut tut, wenngleich er, so wie du richtig sagst, wahrscheinlich kein Startelfspieler mehr für Rapid sein wird, aber nichtsdestotrotz eine tolle Ergänzung für den Kader, und so wie du sagst, einfach abwarten, wie er sich jetzt in der Rückrunde tut, vor allem jetzt, nachdem er etwas verletzt ist, und dann wird man sehen, ob er denn auch bereit ist, dann zu verlängern. So, dann kommen wir zum nächsten im Bunde mit 32 Jahren, und da hatten wir im Podcast bei mir ja auch schon alle gemeinsam mit meinen Gästen immer wieder mal die eine oder andere Diskussion, und beim Herrn Solbauer muss ich sagen, der hat eben dann jetzt noch ein Jahr Vertrag, und klingt jetzt vielleicht hart, aber ich finde, dass er halt einfach wirklich von der Spielstärke, vom Herausspielen einfach gewisse Dinge, Defizite hat oder halt das einfach nicht auf dem Level hat, wie das, glaube ich, unter dem Fußball, den wir spielen wollen, wirklich perfekt passen würde. Und ja, der hat noch ein Jahr Vertrag, aber ich denke mir, dass man da so eine Variante wählen könnte mit so, wenn du dir was Neues suchen willst, wir liegen dir keine Steine in den Weg, weil deine Einsatzzeiten werden sich auf XYZ wahrscheinlich beschränken. Und deine Einschätzung zum Herrn Solbauer ist, glaube ich, eine relativ ähnliche, oder? Genau, am liebsten wäre es mal gewesen, man hätte jetzt schon im Winter eine Lösung gefunden, scheint jetzt nicht der Fall zu sein. Ansonsten war das einfach ja, ein Bauchfleck mit Ansage, glaube ich. Wir wissen alle, was für ein Spielertyp der Herr Solbauer ist, wir wissen aber auch alle, wie Rapid Fußball spielt. Von daher war es, finde ich, einigen eigentlich klar, dass es von vornherein eigentlich nicht harmonisch werden kann. Stimmt, und das kann man auch im Saisonausblick von der letzten Saison hören, wie du das bei mir im Podcast sehr, sehr ähnlich formuliert hast. Da war es noch nicht mal sicher, aber das ist sehr genauso eingetreten, finde ich, wie du das damals schon eigentlich beschrieben hast. So, und jetzt über den Herrn Unger im Tor, würde ich sagen, den besprechen wir nicht, weil uns da einfach auch wirklich die Einsicht fehlt, den halbwegs vernünftig einschätzen zu können. Und jetzt wird es dann schon sehr viel spannender, denn Marco Grühl wird im Sommer nur mehr ein Jahr Vertrag haben. Gefühlt, und das glaube ich, würden die meisten denken, war der ja eigentlich schon fast weg. Also eigentlich haben wir alle geglaubt, dass wir den gar nicht so lange halten werden können. Jetzt kommt er in dieses letzte Vertragsjahr, und jetzt muss man dann halt schon sagen, wahrscheinlich, entweder du committest dich zu Rapid und sagst, ich würde im Zweifel auch noch ein, zwei Jahre länger da spielen, weil es für mich eigentlich eh gut passt und das nicht so ultimativ wichtig ist, dass er da jetzt den Sprung macht. Auf der anderen Seite ist er mit 24 da jetzt auch so eben genau in diesem Alter, wo es wirklich Sinn machen würde. Der Peak des Preises wird im Sommer nicht mehr unbedingt vorhanden sein, außer er spielt jetzt ein großartiges Frühjahr, weil er, nachdem er uns im vorigen Herbst dann schon sehr getragen hat, natürlich schon, finde ich, ein bisschen stagniert hat, wenngleich er ein super Spieler ist mit irrsinnig hoher Qualität. Und auch da, ja,
Wie würdest du das vorgehen? Würdest du eher sagen, sollte man schon probieren zu verlängern und ihn wirklich zu halten? Oder soll man, wenn der Preis stimmt, da sagen, nächster in dieser Reihe für den linken Flügel? Also ich wage jetzt die Prognose, dass einfach Zocchi ein Trainer ist, der jeden Spieler besser macht. Ja, und ich hoffe darauf, dass das auch beim Krühl einsetzen wird. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass wir wieder eine bessere Rückrunde von ihm sehen werden. Und dementsprechend wird er wahrscheinlich dann im Sommer uns verlassen, was uns aber eigentlich auch zum Teil freuen sollte, weil wir uns dann, sage ich mal, nach eher passenderen Spielern umschauen sollten, weil mir halt dieser Spielertyp Krühl etwas zu egoistisch, wenig kombinationsstark ist. Und das gefällt mir halt persönlich überhaupt nicht. Tut uns als Mannschaft aber vielleicht vor allem jetzt in der letzten Hinrunde eigentlich auch ganz gut. Aber ja, das wäre so mein Ansatz. Abwarten jetzt einmal, bis Sommer wieder in die Rückrunde verläuft und dann eigentlich hoffen, dass er uns verlässt. Gut, und dann kommen wir jetzt wirklich zu einem jungen Duo, das kann man eigentlich sagen, beide in dieser Saison den kompletten Durchbruch in dem Sinn hatten, und zwar Auer und Hedl, 22 und 21 Jahre alt, beide mittlerweile etablierte Stammspieler, auch Leistungsträger. Ich muss da sagen, mir hat die Entwicklung vom Auer wirklich großartig gefallen, und der hat immer noch die anderen Defizite, aber wenn er das kontinuierlich verbessert, hat er durch seine Flankenqualität einfach was er da auf den Platz bringen kann, was da wirklich kaum oder wirklich nur wenige in der Liga wahrscheinlich sogar geben können. Und da ist es halt, finde ich, jetzt schon die Sache, beide würden im Sommer dann nach einem Jahr auslaufen, und da muss man jetzt halt wirklich eben vorausschauender agieren und sagen, Freunde, wollt ihr verlängern? Wir wären bereit, euch hoffentlich das zu zahlen, was adäquat wäre für euer Leistungspensum. Wenn das dann aber zu wenig sein sollte, dann muss man da halt, finde ich, im Sommer schon diese Entscheidungen treffen, damit diese Dinge nicht passieren, die wir jetzt immer hatten. Richtig. Leider ist es nun mal so, dass wir auf beiden Positionen relativ abhängig von beiden Spielern sind. Ja. Stimmt, ja. Moorman war als Innenverteidiger überragend, hat uns extrem gut getan, kann Linksverteidiger auch spielen, ist aber trotzdem jetzt kein prädestinierter Linksverteidiger. Von daher würde ich sehr, sehr gerne sehen, dass der Auer verlängert wird. Und ich glaube, dass der Spieler auch bereit wäre, bei uns zu verlängern, ja? Sofern natürlich auch die Bezüge stimmen. Und bei Hedl, ja, haben wir schon diskutiert, dass sein Manager halt leider eine Vollpflaume ist und nur auf sein eigenes persönliches Wohlbefinden schaut. Ist halt leider dem Niklas Hedl seine Schuld, dass er so einem Manager verfallen ist. Ja. Er hat natürlich gute Connections nach Italien, nach Deutschland und wird wahrscheinlich eine gute Lösung für ihn finden. Ob das dann der richtige Schritt ist für seine Entwicklung, ja, wage ich zwar nicht zu bezweifeln, weil ich einfach von seinem Potenzial als Torhüter komplett überzeugt bin. Ja. Nichtsdestotrotz, glaube ich, wünschen wir uns alle, dass er verlängern würde. Und wie gesagt, er hat jetzt schon das erste Nationalteam-Spiel für Österreich gemacht. Und das, obwohl er Rapid-Torhüter ist. Wenn wir uns auch daran richtig erinnern. Richtig. Muss ich nochmal schmeicheln an der Stelle. Und ich glaube, es würde einfach auch ihm familiär gut tun, wenn er jetzt noch ein weiteres Jahr bei uns bleibt und dann halt erst im Sommer 2024 den nächsten Schritt geht. Ja, nur kurz, ich wollte jetzt nicht eigentlich noch einmal auf einen Spieler extra eingehen, aber da muss man einfach sagen, als Torhüter in diesem Alter mit 21 quasi komme was wolle, gesetzt zu sein, das vollste Vertrauen im Verein zu spüren und sicher zu sein, dass man da ein, zwei Jahre, bevor man dann diesen Schritt macht, gerade als Torhüter, da verschwindet man noch viel schneller in der Versenkung, wenn das dann schief geht oder nicht funktioniert. Und deswegen finde ich, wie den jemand beraten kann in eine andere Richtung, wäre ja fast schon, ja, fahrlässig bis, ja. Ja, andererseits, wie gesagt, es ist ein unglaubliches Torhütertalent mit dem Fuß, eine Augenweide, also auch als Torwart wirklich sehr, sehr gut. Da kann eigentlich der Hagmeier nicht viel falsch machen. Ja. Aber er hat es bei vielen anderen Spielern. Du musst nur den falschen Verein dann im Endeffekt doch ausfüllen. Da muss vielleicht nur was passieren. Es verändert sich der Trainer, richtig, sonst was. Also wir wissen ja alle, wie viele Unabwägbarkeiten da dann auf einen zukommen können. Und ich finde einfach, in dem Alter als Torhüter bist du so weit weg, um dein Maximalleistungsvermögen zu erreichen. Anders als bei einem Feldspieler, dass man beim Hedl, finde ich, einfach wirklich sagen muss, wie man auf die Idee kommen kann, dass jetzt dann im Zweifel zu riskieren, weil ich würde es wirklich als Risiko sehen, versus bei uns zu bleiben und mit einem hoffentlich tollen, motivierten Trainerteam, wo alles jetzt auch in eine positive Richtung geht, zu nehmen. Also ja, die Max, Qualität. Max, fassen wir es kurz. Der Katz hat die Aufgabe,
einen Stammtorhüter des SK Rapid auch dementsprechend zu entlohnen. Es ist mir scheißegal, ob der 19 ist, ob der 28 ist, der gehört bezahlt für das, was er leistet. Und da braucht man nicht mit Argumenten kommen, ja, wir brauchen den nicht jetzt schon zuschütten. Ja. Natürlich, wir müssen ihm jetzt keinen Schobesberger Vertrag geben, der komplett fern jeglicher Realität ist, aber er soll dementsprechend verdienen und soll nicht in der Kabine jedes Mal, wenn er einen Solbauer anschaut, sich denken, wie kann so eine Pflaume mehr verdienen als ich? Ja, das ist definitiv nicht von der Hand zu weisen. Und man muss einfach wirklich sagen, gerade diese Jungen, die diese Leistungsträger jetzt geworden sind, da finde ich es auch absolut okay, wenn man dann da über den Berater ausrichten lässt, Freunde, eigentlich ist das Level, auf dem ich da verdiene, nach den Leistungen, die ich gezeigt habe, jetzt nicht mehr ganz das Adäquate. So, und dann noch abschließend zum 2024er Vertragsende Jahrgang. Mich hat durchaus überrascht, dass zum Beispiel der Nico Beilitz da auch dabei ist. Das heißt, sollte man bei ihm eine Perspektive aufzeigen können, dass er sich im Laufe des nächsten Jahres dann in der ersten etabliert, muss man da auch schnell sein, weil sonst hat man wieder das nächste klassische Problem, dass der vielleicht dann in der Kampfmannschaft einschlägt, keinen Vertrag über das Jahr hinaus hat und es dann gleich wieder total ungut wird. Ähnlich, und da ist jetzt auch eine sehr spannende Personalie, der Herr Strunz, muss man sagen, ist es wirklich so, da kann jetzt alles passieren, weil auf den wird der Soran Barisic, glaube ich, schon da und dort mal setzen und ihn einbauen. Der kann, so wie wir es hören, alle Positionen in der Offensive spielen. Und was dann dabei rumkommt, wird man sehen. Aber wenn das im Frühjahr gut funktioniert, muss man auch da eigentlich sagen, wenn man ihn festhalten will, muss man da auch sofort handeln, weil sonst läuft man wieder in die nächste Schwierigkeit hinein. Ja, ich sehe gerade bei Stunz, dass der schon 22 Jahre ist. Noch dazu. Heißt aber überhaupt nichts. Ja. Ja. Und wie gesagt, man hört ja vor allem vereinsintern, dass jeder eigentlich dem Oliver Strunz absolut das Potenzial zutraut, da jetzt endlich Fuß zu fassen, wenn er denn endlich mal verletzungsfrei bleibt. Ich glaube, bei beiden Spielern sollten wir jetzt keine Probleme haben, die mit einem neuen Vertrag ausstatten zu lassen. Von daher hoffen wir, dass es auch so passiert, weil du hast recht, genau diese Situation wollen wir eigentlich wieder vermeiden. Dementsprechend bitte spätestens im Sommer Vertrag verlängern, sprich jetzt schon Gespräche anfangen und dementsprechend auch wertschätzend kommunizieren. Gut, und jetzt nur erwähne ich nur noch, also bei Djakovic, 20 Jahre alt, da muss man schauen, wie die Innenverteidigungssituation ausschaut. Wenn er sich da reinspielt, muss man auch da reagieren. Wenn nicht, ist das immerhin noch ein Alter, wo man sagen kann, der könnte auch noch ein Jahr in der zweiten spielen, ohne Probleme wahrscheinlich. Spielt aber, glaube ich, schon seitdem er sehr jung ist da. Das heißt, auch da muss man sich es anschauen. Dann wird der René Krivak zurückkommen. Torquote bis jetzt noch nicht außergewöhnlich, aber hat, glaube ich, auch keine schlechte Hinrunde gespielt. Das heißt, auch da, wenn man das eben jetzt am Binder sieht, dadurch, dass der Krivak zurückkommt, hat halt einfach auch da die Entscheidung so ein bisschen mehr Sinn, plus Strunz eben dazu. Und ja, das war's dann im 2024er Jahrgang, wenn ich niemanden übersehen habe. Und wir sehen da jetzt schon, dass an irrsinnig vielen Spielern halt wirklich die Entscheidung schwierig ist, abzuwarten ist, kann in die oder in die Richtung gehen und dadurch verändert sich das ganze Gebilde dann halt wieder total. Und deswegen, wenn man sich jetzt die anderen Spieler anschaut, die, wo man sagen kann, das wäre sozusagen der Kern der Mannschaft, die jetzt noch Verträge bis 25 und 26 haben, das heißt, die länger an uns gebunden sind, auf die man bauen sollte, wo man sich schon committed hat, dass man mit denen eine Zeit gehen will. Und da möchte ich eigentlich nur gleich mal anführen, den Mohamed hast du schon erwähnt. Wir wissen alle, ich bin ein sehr großer Fan von dem, was er bis jetzt angeboten hat. Auch da eher lieber zu früh dran sein als zu spät und vielleicht auch, wenn es nur ein Jahr ist, aber halt eben das Gehalt auf das anheben, was er einfach spielt. Meine Rede, absichern, das, was er jetzt verdient, ist wahrscheinlich unter aller Sau. Und dementsprechend... Muss vielleicht nicht ganz sein, weil es nicht mehr der Amateurvertrag ist, aber ich weiß schon, was du meinst. Es wird wahrscheinlich nicht auf dem Level sein, was er jetzt an Leistung gebracht hat. Ich will ihn jetzt auch wahrscheinlich nicht unter den Top 5 Verdienern sehen, aber ich will ihn zumindest im Durchschnitt der Verdiener sehen, weil dort gehört er zumindest hin, wenn nicht vielleicht sogar Anfang oberes Drittel, sage ich jetzt einmal. Weil, wie gesagt, wir hoffen alle, dass seine Entwicklung genau in diese Richtung weitergeht und sein linker Fuß ist einfach etwas, was man in Europa händeringend sucht. Das sehe ich auch so und jetzt möchte ich eben nur bei 25, 26 noch zwei Gruppen zusammenfassen und zwar ist die erste Gruppe, die ich zusammenfassen wollen würde, die von Tepecek, vom Aristot und vom Herrn Fallmann, weil das sind drei Spieler, die im Optimalfall im Laufe der nächsten Saison dann an die Kampfmannschaft andocken, vielleicht die ein oder andere Zeit bekommen. Das heißt, auch da, denen muss man dann in der folgenden Saison vielleicht schon ein bisschen diese Perspektive geben, wenn man so große Talente
Talente und die halte ich alle drei für sehr große Talente. Gerade der Enes Depecek hat Ansätze, wenn man die fördert und richtig einsetzt, kann da richtig was abgehen, glaube ich, mit ihm. Und da muss man, finde ich, einfach wieder, wie wir schon gesagt haben, früh sein. Und wenn man sich diese Liste halt auch noch anschaut, muss man sagen, der Großteil dieser Verpflichtungen, die wir jetzt im Sommer gemacht haben, von Kerschbaum, von Greil, von Deitsch, von Treu, von Kostschelnik, ja, Page. Ist aber gut so, ist gut so, dass sie 2025 auslaufen, weil bis dato von all den genannten, okay, Kostschelnik hat uns jetzt dann am Ende der Hinrunde überzeugt, wo wir sagen können, ja, kann man damit arbeiten, aber ansonsten, so what, dann laufen sie 2025 aus. Kerschbaum möchte ich nur kurz sagen, bitte, wenn möglich, eine Lösung suchen, weil ich weiterhin nicht an diesen Spielertypen glaube. Da bin ich gespannt, ob das Soran Barisic das anders sieht. Soll er anders sehen? Weil wahrscheinlich war er oder eher der Federführende, der ihn geholt hat vielleicht. Also da bin ich auch sehr gespannt, wie der eingesetzt wird, wie viel Zeit er kriegt. Also wird auch spannend. Absolut. Aber ob er wirklich ein Kandidat für die ersten Elf ist, wage ich immer noch zu bezweifeln. Und ich hoffe, dass ich mich irre. Ja, genau. Zumal, und dazu kommt man dann jetzt so ein bisschen, also wir blenden es euch jetzt wieder ein, wenn man jetzt eben die Spieler, die man sicher hat, wir haben jetzt die quasi rausgelassen, die noch so an der Kippe stehen, wo die Entscheidung schwierig ist, wenn man sich das dann in einem 4-2-3-1, das wahrscheinlich unser meistgespieltes System sein wird, einsetzt, dann stellt man halt fest, ja puh, also da im zentralen Mittelfeld tummeln sich einige und die Frage ist, wie viele sich dann da wirklich durchsetzen können und wie viele einfach halt, bös gesagt, auf der Bank oder der Tribüne versauern werden. Und dann wird eben auch spannend, der linke Flügel und die linke Verteidigung. Wie geht es dann mit Krühl weiter? Für Auer braucht man einen Backup, verlängern muss man ihn auch noch. Und je nachdem, was mit dem Leo Querfeld passiert, wenn der aus der Innenverteidigung als einer, auf den man setzt, rausfällt, vielleicht rutscht dann die Jakovic direkt nach zum Beispiel. Aber auch da muss man sagen, und das merkt man einfach, wenn man das so durchdenkt, es müssen nur ein, zwei Kleinigkeiten wieder passieren und schon schaut da und dort die Situation anders aus, was so eine Kaderplanung, und das muss man einfach als Fazit, jetzt finde ich dann ziehen, so schon sehr, sehr komplex macht und irrsinnig viele Dinge damit hineinspielen. Ja, im Endeffekt glaube ich, wenn man dieses ganze Thema Vertragsmanagement hernimmt, dürfte Rapid einfach in der Vergangenheit keinen guten Job, was einfach diese persönlichen Gespräche mit den individuellen Spielern betrifft, gemacht haben. Ja, weil ich höre immer wieder von verschiedensten Quellen, dass einfach zu wenig kommuniziert wird, die Spieler eigentlich nicht wissen, was der Verein mit ihnen vorhat. Und ich muss ihnen ja nicht unbedingt einen Vertrag vorlegen, aber ich kann doch zumindest in regelmäßigen Abständen mit ihnen reden und ihnen darlegen, schau her, du bist derzeit gesetzt in der Zweiermannschaft mit Ambitionen in die Kampfmannschaft, oder schau her, ich weiß, du würdest gerne in der Kampfmannschaft spielen, aber derzeit gibt es einfach drei Spieler, die besser sind. Dementsprechend spielst eher bitte in der Zweiermannschaft, holst dir wieder Spielpraxis, Selbstvertrauen und kannst dann wieder oben angreifen. Einfach so diese normalen zwischenmenschlichen Gespräche, die einfach dem Spieler persönlich dann auch ein gutes Gefühl geben, weil man weiß, hey, an mich wird eh noch gedacht, ja, und auf mich wird nicht vergessen. Ja. Und das dürfte ein bisschen ein Versäumnis gewesen sein, und ich hoffe, dass das jetzt mit dem neuen Management dann auch besser funktionieren wird, weil das wäre echt schade, wenn da vor allem auch unsere Jungen aus der Zweiermannschaft, die durchaus Potenzial haben, die du vorhin angesprochen hast, wenn wir die verlieren, nur weil wir ihnen nicht den Plan, den wir mit ihnen verfolgen, dargelegt halt auch haben. Bieten. Und das war das, was ich halt vorher auch im zentralen Mittelfeld so ein bisschen gemeint habe. Wenn man einem Beilitz halt eine Perspektive geben will, und da sind Oswald, vielleicht ein Sattelberger auch noch, dann Greil, Kerschbaum, Page, ja, wie viel sollten der spielen? Also ist jetzt nicht so, natürlich hoffentlich wieder Europapokal nächste Saison und so weiter, kann dann wieder ein bisschen breiter sein, aber auch diese Stammspieler, das ist halt schon etwas, was vielen eine Sicherheit gibt und die Leistung dann fördert, wenn man dieses Gesetztsein spürt sozusagen. Ja. Aber ja, es ist diffizile Geschichte, wie man merkt. Ja, ich meine, wenn man sich jetzt unsere Kadersituation ansieht, dann natürlich hat man ein paar weiße Flecken, wo man sagt, okay, Linksverteidiger, linker Innenverteidiger ist ein bisschen riskant, sage ich jetzt einmal. Zentrales Mittelfeld haben wir Überschuss, Rechtsverteidiger haben wir derzeit auch, wie wir wissen, jetzt gerade einen neuen Spieler mit dem Denso Casius verpflichtet, wo wir erst abwarten müssen, wie gut passt der jetzt wirklich in das Spiel von unserer Mannschaft. Und da jetzt aber halt auch wieder weitergedacht, soll es da wirklich, so wie es geklungen hat, eine Möglichkeit geben, den Fest zu verpflichten, und der schlagt jetzt ein, man macht das, dann haben wir vier potenzielle Spieler für die Rechtsverteidigerposition. Von mir aus rechnen wir den Schick als halben Mittelfeldspieler noch dazu, aber dem Fallmann muss man irgendwann eine Perspektive geben, und selbst wenn man ihm die nicht gibt, hätte man dann mit Kostschelnik und Casius 2, also das ist dann schon wieder so, man sagen so, ja, ein bisschen mehrgleisig fahren macht vielleicht auch nicht so wenig Sinn, weil es kann schnell was passieren. Richtig. Aber ja, es ist wirklich sehr schwierig, da
stringente Pläne umzusetzen, weil halt vieles nicht beeinflussbar ist. Schau, das Schöne ist, wenn man nach Favoriten blickt, sieht man dunkle Wolke, Gewitterwolken aufziehen. Keiner weiß, wie es mit dem Verein weitergeht. Wenn man zu uns blickt, sieht man die Sonne scheinen. Finanzen, wir machen jedes Jahr Millionengewinne, haben eigentlich ein gutes Backup, wo wir sagen können, wir könnten uns sogar leisten, den Kader ein bisschen aufgebläht zu lassen, weil wir einfach derzeit die glückliche Situation haben, eigentlich einen relativ ausgewogenen, vielleicht überbesetzten Kader zu haben, aber wir können das finanziell stemmen. Ja, unser neues Präsidium hat gesagt, sie wollen sowieso den Sportbereich aufwerten und dementsprechend mehr Budget da zur Verfügung zu stellen, dann soll es so sein. Ja. Natürlich nur unter der Prämisse, dass der sportliche Erfolg da ist. Aber mit Zocke, glaube ich, sind wir alle positiv überzeugt, dass das eintreten wird. Neuer Co-Trainer dürfte jetzt auch schon intern nachbesetzt werden. Ja, und ich glaube, wir können uns auf die Rückrunde extrem freuen. Es werden enge Partien sein, spannende Partien sein, aber wir werden in jedem Spiel eine super Figur liefern. Davon bin ich überzeugt. Ja, und du hast mir da jetzt die Überleitung zu dem, was ich am Ende eigentlich auch sagen wollte, perfekt hingelegt, weil ich denke mir auch, ja, es ist eine wahnsinnig schwierige, aber halt gerade für jemanden wie den Herrn Katzer, glaube ich, halt auch wirklich eine unglaublich reizvolle Aufgabe. Und bei uns ist halt wirklich der Vorteil, wir stehen nicht mit dem Rücken zur Wand und können uns finanziell gar nicht bewegen. Wir schwimmen natürlich auch nicht im Geld, so ist es nicht. Aber wir haben uns einfach wirklich kontinuierlich erarbeitet, dass man da jetzt viel machen will. Ich könnte jetzt mit dir noch rausdiskutieren, ob dieses Geld in einen vielleicht zu aufgeblähten Kader gehen sollte oder woanders hin. Aber das würde bei uns zwei jetzt wahrscheinlich zu weit gehen. Und wir sind eh schon sehr, sehr weit fortgeschritten in der Zeit. Und ja, deswegen sage ich vielen lieben Dank, dass wir uns einmal den Rapid-Kader durchgenommen haben, unsere Gedanken geteilt haben. Und ich hoffe halt wirklich sehr, dass dann auf YouTube und allen anderen Social Media Plattformen, wo Teile davon und das ganze Video natürlich ausgestrahlt wird, von euch auch Reaktionen kommen und die können liebend gerne auch ganz anders ausfallen, als wir es eingeschätzt haben. In diesem Sinn, vielen lieben Dank. Danke, Christoph, fürs Kommen. Sehr gerne. Und hoffentlich bis bald. Ciao, ciao.